Kann ich ja jetzt Und mal. Hier bin ich auch schon. Ja. Im Let's Play. Nimmst du gerade schon auf, oder ja. was? Ja. Ich nehme auch gleich auf. Und wie findest du die steinerne Erweiterung hier erstmal? So, nächster Test. Größere Auflösung. Bei mir ist das jetzt die richtige Aufnahme. Ja, ich habe noch gar nicht wirklich angefangen aufzunehmen. Oh, trotzdem ist es dunkel. Ich mag Dunkelheit nicht. Das ist mir bewusst. Dunkelheit ist so dunkel. Alter, ist das echt durch die Wand jetzt geflogen? Ist das gerade für mich aus? Wer ist gerade durch die Wand geflogen? Na, ein Ei. Ich hab's geschmissen. Ich bin geflogen und hab's geschmissen und dabei. Blub! Eiweiß. Du schneidest das erst eh vorher raus, bevor wir das davor raus, oder? Mal was nicht, die meiste ist nicht geplant. Du hast es davor alles rausgeschnitten. Die Flugszene eben kurz mal. Können wir jetzt anfangen? Ich bin da schon drin. Bei der richtigen Aufnahme für das Display. Achso, wir haben uns noch gar nicht begrüßt. Ja, ich hab's doch gesagt, nämlich vorher. Ja. Ich nehme auf, nämlich wenn ich reinkomme. Und damit meinte ich ja die richtige Aufnahme. Ja, wollen wir denn anfangen, die Begrüßung? Na, noch fast 2 Minuten. Ja. Ja, ich dachte, wir stehen uns wieder ja, nebeneinander. Ja, Moment. Oder so. Ich muss mich nochmal. Muss mich orientieren ein bisschen. Ich komme mit dieser Ansicht einfach nicht klar. Machst du es wieder zuerst oder soll ich diesmal zuerst? Ich würde sagen, bei dir. Okay. 3, 2, 1, los. Hallo Leute, hier ist euer Zorua und eure Mio. Wir spielen wieder weiter Minecraft zusammen. Yay! Yay! Hallihallo! Hallihallo! Und ich hab schon wieder einen Screenshot gemacht für den nächsten Thumbnail. Ich hab vergessen zu fragen, wie Thumbnail geht. So. Ja. Ich habe Thumbnail Ring gemacht, wirst du wahrscheinlich auch schon bemerkt hast. Willst du die Monster reinlassen? Wie bitte? Willst du die Monster reinlassen? Ja, ich muss hier raus. Wo sind eigentlich meine... Ja, hier. Ich will ja hier raus. Ich mach's ja wieder zu. Wo ist eigentlich hier eine Tür? Tür erstmal nicht, weil ich das Haus generell erstmal verändere. Ich will ja nicht sagen, aber wenn ein Enderman kommt, der kann das klauen. Und da kam gerade aus dem Ei raus. Ich hab's gehört. Ich mach erstmal die Höhle weiter. Ja. Alter, wir haben echt viel Bruchstein. Wie bitte? Wir haben echt viel Bruchstein, aber bitte sorg für mehr Bruchstein. Bruchsteine? Ja, das sind eben die kaputten Steine eben. Ja, ich weiß. Wenn er die im Ofen schmeißt, werden die zu Mahnesteine. Ich weiß. Denk, du bist noobig. Ja, aber ich habe komplett Play geschaut. Wenigstens 1000 Folgen. War mir bewusst. Du musst mir dann wieder sagen, wie lange wieder aufnehmen. Ich sehe es bei Benny Cam zwar eigentlich auch, aber wenn ich hier vollbildmäßig aufnehme, dann nicht. Ah. Würde ich nur mal erwähnen. Ich mach nicht vollbild. Du kennst mich ja. Darüber haben wir schon mal unterhalten. Ja, du bist sozusagen im Vergleich zu mir eher so ein Qualitätstyp. Aua. Was aua? Ich wurde gerade eingequetscht von Kies. Oh, guter Kies, lieber Kies. Ärger ihn schön, Kies. Und wir haben 2 Feuersteine. Jetzt müssen wir nur... Wenn ich Diamanten finde, mache ich dann ein Diamantenspitzhacke, dann suche ich Lava, dann können wir Obsidian abbauen für Netherportal. Yep.
Das weiß ich, weil ich ja kreativmäßig schon einiges erforscht habe. Ah, du hast aber nie gewusst, dass man in normalen Survival-Modus, ob sie die einen abbauen kann. Ich weiß, weil ich habe das auch mit Absicht abgebaut, nämlich. Na, in Survival-Modus kannst du den nur. Was? Hör mir bitte zu. Aber ich habe es eher von Krunk schauen gelernt. Also von Krunk Let's Play habe ich einiges kapiert. Ja, ich weiß, ich erzähle viel von den größten Let's Player Deutschlands, aber trotzdem. Von ihm kann man sich. Der hat das ein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, und was ich. Das finde ich auch klasse. Man sollte es auch immer wieder machen. Und man sollte natürlich Spaß haben. Und man darf man auch noobig sein bei einem neuen Spiel. Weil das ist normal und ich finde es besser auch. Nee, ich gebe zu, so gut bin ich ja in Minecraft auch wieder nicht. Wir sind und bleiben ja. Noobs. Ein Holz. Puff hat's gemacht. Hier. Nein. Doch. Ja, ich streite mit mir selber sozusagen. Wieso streitest du mit dir selber? Weil es kann. Das heißt, Rico und Dark Ash streiten sich. Weil du dich mit dich selber gerade streitest. Die streichen sich immer. Was wollte ich eigentlich gerade machen? Und wieso hältst du die nicht mehr auseinander, wenn sie sich immer streiten? Tja, die kommen schon irgendwie. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie kommen sie klar, sich selber nicht umzubringen. Besonders der Geist von Dreka nicht um. Kannst du die nicht mehr auseinanderbringen? Dass sie nur einfach nur aus dem Weg gehen, um die ganzen anderen Menschen nicht zu schaden. Ich habe eine Spinne gerade gehört. Greif doch die Spinne an. Nein. Warum nicht? Alter, es ganz nah. In der Truhe sind Schwerter drin. Und ich habe dir gesagt, du kannst hier auch eine Rüstung machen. Ich weiß, aber ich bin zu feige. Auch wenn ich jemanden antrete. Irgendwo beim Haus ist eine Spinne. Ja, da ist eine Spinne. Ich sehe sie. Die greift mich gerade an. Ah, ich sehe es. Ich habe das Fenster krass gemacht. Los, kill die Spinne. Yay, Monsterjäger. Und zwei Faden. Cool, die Fäden brauchen wir auch. Für eine Leine zum Beispiel. Ja. Es wird zum Glück gerade hell, aber trotzdem. Auch wenn es hell wird, bleiben die Monster trotzdem da. Nur die fackeln ab. Wir müssen auf Creepers aufpassen, dass sie nicht unser Haus zerstören. Ich bin gerade auf. Oh, unser Zucker sind gerade sehr viel gewachsen. Cool. Sehe ich gerade. Ich bin auf dem Haarhaus. Ich bin auf dem Haarhaus. La 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 la. Du hast Langeweile. Ja. Das sieht man voll. Nein, hol sie. Komm zurück. Ja. Ich muss wieder auf den Dach. Ja, mach doch. Dann erweitere ich das Haus mal gleichzeitig auch noch. Habe ich gerade mir überlegt. Ich greife mich immer weiter runter. Bis wir ganz nach unten angekommen sind. Okay. Also zumindest ich.
Weil wenn man weiter runterkriegt, bekommt man ja immer die besseren Sachen, wie zum Beispiel Diamanten oder Smaragde oder Redstone oder Lapis. Oh, Redstone, da können wir, oder da kann ich wenigstens eine Konstruktion machen, aber wir sicher dann sind vor Monstern. Mach das, ich habe keine Ahnung vom Redstone. Ich sammle zwar immer ein, aber ich benutze es nie. Ich habe auch keine Ahnung, aber ich probiere mich dann aus. Skelett! No! Skelett im Haus! Skelett im Haus! Oh, zum Glück hat's gebrannt. Hast du es eingesammelt, was das Skelett nicht getroppt hat? Ja! wie sieht's aus? Ich hab keinen Pfeil. In meinem Körper cool. Aber ich brauche mehr Bruchstein jetzt mit zu nehmen. Die Leiter mal, die sind immer zu sehr. Ich glaube, mein Skelett hatte mal ein bisschen das Feld kaputt gemacht oder so. Ich habe hier ein Samendeck gehabt. Erzähl doch mal, wie Pokémon Tekken ist, weil du hast mir da geschrieben, wie Pokémon Tekken ist. Ja, ich habe es heute angefangen zu zocken, obwohl ich eigentlich jetzt seit 18. März habe. Ja, ich weiß. Ich habe schnell gezockt. Aber vor allen Dingen hatte ich Privatsachen viele und konnte deshalb auch besonders nicht. Bei Pokémon Tekken habe ich mich in einige Charakter sozusagen schon ein bisschen eingekämpft, um das so zu nennen. Das ist, ja, das spielt so wie die Bros, also Super Smash Bros. Reihe. Eben so ähnlich, so mit Pokémon. Könnte man sagen. Mhm. Und wie schnell die kommen. Eisen, kann man gut verspeisen. Da kann man schön Eiseneimer machen. Wieso brauchst du Eiseneimer? Zum Beispiel für Lava. Kann man das immer so brauchen. Reicht nicht, sind nur zwei. Ja, ich meine ja nur, generell. Und ich meine es ja auch nur, da waren nur zwei. Also auf jeden Fall Pokémon Tekken. Das ist ein gutes Kampfspiel, finde ich. Mhm. Ja. Nämlich, ich muss mich ja auch generell ein Spiel... Au. Während ich vom Dach falle. Naja, so oder so, ich werde so gut wie möglich eben mit Tekken noch, naja, kämpfen eben. Mhm. Und gibt's da auch Evolis? Ja, gleich zum Start kann man sich Evoli besorgen, aber ich war nur im Trainingsmodus, also nicht wundern. Mhm. Ja. Ich habe gerade irgendwie in meiner Wohnung einen Schatten gesehen. Ja? Ja, keine Ahnung, was das war, aber es kann sein, dass es ein Vogel war. Five Nights at Freddy's. Er will Subsi gesichtet. Was? So kann man es so nennen. Das Schatten eines Taubsens. Wahrscheinlich eher Nebulak. Oder so. Nebulak ist ein Geist. Und nochmal die Wohnung vergrößert. Ach, ist das herrlich. So viel Platz. So. Und dann noch. Ah! Hilfe. Was denn? Hilfe. Ich habe Hunger. Hallo Zombie. Ich habe Hunger. Simon singt das Hungerlied.
Ja, müsste reichen. Außerdem. Okay, wir brauchen echt mehr Steinbitzhacken. Für nächsten Tag. Schreibt. Ich hab die alle geklaut. Ah. Wo ist unser. Wieso steht alles hier an der Tür? Weil's kann. Wie viel brauchst du denn? Ich habe gerade 2 in die Truhe gelegt für den Fall der Fälle, wenn ich die brauche. Spitzhacken meinst du? Und du hast meine Stickies geklaut. Brauchst du die wieder? Hier. Ja. Gut. Hast du die Stickies bekommen? Ja. Gut. Ich hab's auch nicht übertrieben. Ich persönlich habe mir noch ein bisschen Bruchstein. Nämlich. Wo sind die ganzen. Ach hier. Hä, wir haben doch noch genug. Na, du packst es ja alles da oben hin. Ich glaube. Eisen meinte ich jetzt, weil du Eimer brauchtest. Na, ich meine jetzt. Ich hab ja generell gemeint, einfach so. Für den Fall der Fälle. Nämlich habe ich das ja erwähnt. Ach so. Ja. Ich klomme noch ein bisschen Bruchstein. Und du bist der Monsterkiller. Wenn sie mal in meine Höhle kommen werden. Ich bin der Minenarbeiter. Ah. Na dann leg los. Aber wenn es so ist, wenn hier so viel helles Licht ist, da kommen sie auch schlecht hier runter. Okay. Spawnen sie auch hier auch so schlecht. Die spawnen eher nur im Dunkeln oder wenn es regnet. Ja, ich hab das sowieso schon erfahren. Ich verschönere das Dach, ich verschönere das Dach. La 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 la. Was ich sagen wollte ist. Au. Die Eisen sind in der. Was denn? Ich bin runtergeklackt. Achso. Was ich sagen wollte ist, die ganzen Eisen, die 2 Stück, die sind im Ofen. Ah. Eisen kommt in die kleine Truhe hier, die hier so einsam rumsteht. Ich weiß, ich hab's. Weiß ich doch. Deswegen habe ich ja doch gesagt, wir haben noch genügend Eisen. Und ich habe für alle Fälle das schon erwähnt gehabt. Wir sind Bruchstein sicher bald. Also, ja, wenn ich die ganze Zeit hier dafür sorge, dass wir genügend Bruchstein haben, also. Wir haben mehr als genug. Ja, deswegen, ja. Aber ein bisschen doch mehr daher, weil ich die ganze Zeit runtergraben tue. Ja, aber trotzdem ein bisschen mehr Fackeln. Ich kann aber nicht sagen, wie tief das jetzt noch ist. Also ich glaube, ist nicht mal weit. Ich sehe hier gerade 33 Blöcke, auf 33 Blöcke hoch stehe ich gerade. Ah. Also ist es nicht mal weit. Okay. Dann leg los, Sivo, du Minenarbeiter. Ja. Und bitte nicht rülpsen. Ich habe ja jetzt ja nicht gerülpst. Ja, aber ich sag nur. Obwohl, glaube ich, sich das gerade für dich so angehört hat. Ja, du rülpst ja irgendwie gerne. Ja, ja, zu gerne. Das merkt man schon oft ab und zu mal auf meinem Let's Play. Ja. Oh, ich muss jetzt mal meinen Nacken entspannen hier. So. Hört man mich noch gut? Ja, ein bisschen weit weg, aber ich höre einen sogar nicht. Also mich persönlich nicht. Ja, also ja, für Bandicap ist es auch noch sehr gut. Ist es auch noch okay, sehe ich gerade. Und wir nehmen schon 17 Minuten auf. Naja, ich 19 Uhr, nicht 19 Uhr, 19 Minuten, also fast 20 Minuten eigentlich. In meinem Fall eben. Ja, weil ich gerade geguckt habe, da oben ist Eisen.
Komm her, du Oh nein, die Sonne geht unter.